Du darfst doch was sagen, Gräsi. Du bist! Nein, ich hab doch grad. Ja, liebe Freunde. Wir wurden jetzt hier angegriffen. Herzlich willkommen zurück zu Division. Und ja, gestern haben wir uns im Krisengebiet sozusagen den Part beendet. Und da wurden wir jetzt hier schön beschossen und fangen jetzt mitten im Dings an, dass wir wenigstens noch ein bisschen was mit drauf haben, was wir hier rumballern. Ey, wir werden ja gerade von allen Seiten. Ja, mit dabei ist der Crazy Freak und der Revano. Hallöchen. Ich habe jetzt einfach mal die Ansage übernommen. Ja, der hat, haben wir jetzt vor lauter Stress, hat das der Gräsi ein bisschen verschlafen. Macht aber nichts. Ja, weil Onkel sie jetzt abmoderiert hat, das dachte ich jetzt. Nee, ich hab... Ist egal, ist wurscht. Ja, ist alles egal. Stirb. Alter, wir sind ja mitten in der Königszone. In Gebäuden drin. Ne? Ja, bam und bam und... Batz und Batz und Batz und du Drecksau! Stirb, du! Immer auf die Leiche rumtreten. Auf den Kadaverkörper. Boah, ich war jetzt wirklich was los. Und wir standen hier, auf einmal ging es von der Seite los. Und dann kam immer mehr. Und da haben wir gedacht, jetzt müssen wir doch mal die Aufnahme starten. Weil, wenn mal so ein, zwei Gegnertypen oder so sind, würde ich sagen, kann man ja mal schon mal, wenn man halt nebenbei, ne, schießt man die halt ab und gut ist. Aber jetzt hier, das war auf einmal so viel, da haben wir gesagt, jetzt starten wir einfach die Aufnahme los. Eigentlich ploppt was auf, was orangen ist. So, sollten wir mal hin. Ja, dann gehen wir hin. Ein Weg in das Parkhaus suchen. Ganze Muni einsammeln, Alter. Nur Muni, ne? Ah, hier ist Loot. Muni. Könnte eine Pause gebrauchen. Okay, das... Da kann man eine Pause brauchen. Das ist JTF, glaube ich. Ich glaube, wir müssen hier rein. Ja, ja, geht's rein. Ah, hier ist eine Kiste. Wo? Ja. Kiste. Oder ein Rucksack oder sowas. Ich bin voll. Ja, ich auch. Voll ermüdet. Hier ist eine Kiste. Eine interessantere Kiste als die Warnungskiste. Ja, stimmt. Warnungskiste ist immer langweilig. Hm, nicht immer. Ey, ich drücke, ne, Rivano darf zuerst, ne? Ja, klar. Mann. Das wichtigste Personal zuerst. Wissen wir hin? Hier richtig? Ja, sieht gut aus. Jo. Oder? Ehrlich? Ja, erstmal Kühlschrank aufmachen. Jo, machen wir Kühlschrank auf, genau. Erstmal die Wurst aus dem Kühlschrank holen. West. Nö, das nicht. Bier. Wieso? Bier ist ne. Ja. Blendgranate. Gekrischt. Ich bin wieder voll. Ja, auch voller Müll. Voller Müll. Oh Gott. Oh, da ist ein Fenster klettern. Ein Bäcker. Jo. Wir sind da, wo wir hin sollen. Aus dem Fenster heraus. Wo ist ein Fenster? So, jetzt geht's wieder weiter. Achtung, Gegner hinter euch. Hallo. Ich stelle mein Geschütz hier auf die Straße. Alter. Verstärke eure Deckung. Ach, gleich bumm. Komm, stirb. Jawohl. Ich schütze gleich wieder. Oh, da kommt, oh ja. Boah, dieser scheiß NPC stellt sich voll vor mich. Boah, ich hab dir die Deckung weggeschossen. Cool, du kannst dir doch die Schilder wegschießen, die Typen. Ja, die kannst du noch wegschießen, aber das dauert. Na gut, ich muss gleich von. Ich. Ja. Also die Explosionen von diesen Kanistern hinten drauf, die sind wirklich mal geil. Ah. Immer auf die Kanister ballern. Ja, bringt ja aber dann halt kein Loot, ne? Na, oh, ich hab hier jetzt ordentlich. Ich spiel's mal nichts weiter. Na doch, drei Loot-Dinger. Drei grüne. Jede Menge grüne. Na gut. Gehört alles dazu.
dem Zivilisten. Hier orangen ist. Wieso habe ich denn jetzt hier ein blaues? Irgendwas zeigt mir hier blau an. Kann ich hier drauf drücken? Ja, kannst du machen, klar. Das Orangene, ich hab hier irgendwo oranges Loot. Gute Arbeit, Agent. Wenn diese armen Menschen wieder hier sind, müssen wir ihnen die Feinheiten der Meditation beibringen, um ihre traumatischen Erlebnisse zu überwinden. Was ist denn hier los? Warum kriege ich denn jetzt hier irgendwas Blaues angezeigt? Irgendwas habe ich oben in dem. Irgendwas habe ich hier oben in dem. Orangenes Loot. Irgendwas ist noch oben in dem Raum drin. Ich muss nur noch mal hoch. Nee, bei mir ist nicht oben, bei mir ist auf derselben Höhe. Oder ist es oben? Bei mir ist es oben im Raum, ist irgendwas Blaues dazugekommen. Ich muss nochmal hoch. Achso, jetzt kann ich hier auch den ganzen Mist noch mit einsammeln, der hier rumliegt. Orangenes? Die Garage war geil. Das wäre ja krass. Oder ist es doch oben? Orangenes wäre legendäre Waffe. Legendäre. Ah, ich habe hier eine Mütze, habe ich hier noch rumliegen. Warum habe ich nicht gedacht? Mütze. Wir haben eine Mütze. Nee. Jetzt habe ich was, was Grünes. Wo ist denn das Orangenes? Das ist weg. Weil das war ja unten. Eine einfache Mütze, naja. Eine Mütze. Ja, muss ich nochmal runter? Dumm. Milch ist voll. Das zeigt mir schon wieder eine Kiste an, die gar nicht da ist. Ich hab den Fernseher zerschossen. Jetzt will ich erstmal gucken, was ich jetzt gekriegt hab. Boah, Alter, ich hab viele neue Objekte. Er ist draußen. 18. Boah, Alter. Leck mich doch. Ja, ich hab auch 11 neue Sachen. Die sollte ich mal ganz kurz anschauen. Ich hab neue Waffen. Schlechter. Schlechter. So. Und Flinte brauche ich nicht. Neue Pistole. Schlechter. Wir haben Knieschoner. Schlechter. Das kenne ich. Wir haben eine neue Rüstung. Schlechter. Wir haben alles schlechter. Wir haben Handschuhe. Schlechter. Und das ist bloß bei der Hand. Boah, ich hab mal auf dem Rucksäge. Schlechter. Okay. Und wir haben eine Dings. Schlechter. Kauf mal eine blaue. Da zerlege ich alle. Die nehme ich diesmal. So. Alles zerlegen. Ich muss alles auseinandernehmen. Es ist zwar auf der einen Seite gut, aber dann ist es wieder da, dann wieder voll für den Arsch. Optimale Reichweite 4 haben wir denn hier. Das wäre dann bloß noch hier. Alles auseinandernehmen. Das schießt schon wieder. Ich höre es schon mit dem Hintergrund. Ach, das sieht aber das cooler aus. Ich schieß den da schon wieder. Aufpassen, ich mein Schalter aber nicht. Auseinandernehmen, persönlich. Ach, da hinten. Ja, eine ganze Familie kommt da wieder. Freunde und Verwandte. Guck, wenn du nicht in der Deckung bist, da verziehst du viel mehr die Waffe, als wenn du in der Deckung bist. Ja. So. Ameolaka, ich mach dir mal ganz kurz eine Megadeckung. Wow, wow, wow. Zick, zack, zick, zack. Ah, die haben aber richtig Schiss, die Typen. Ja, Weicheier. Weicheier, ja. Ja, die hauen meistens ab. Was? Oder kratzen ab. So, ja, voll drüber gelatscht. Okay, wie sieht's aus jetzt hier? Darfst du eine Mission auslegen? Haben wir eine kleine Mission? Haben wir, was mich jetzt mal ganz kurz interessiert, haben wir irgendwas zum Ausbauen? Ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt eine Mission näher bei uns dran, dass wir da hinten ausbauen können dann noch. Wir sind hier oben. Sicherheitsflügel können wir ausbauen. Wir können doch eben zurücklatschen. Wir sind doch fast vor dem Hauptgebäude. Stimmt, ich mach mal hier ein Ding hin. Ja, latschen wir kurz zurück. 100 Meter. Bauen wir mal eben. Sicher, ich glaube Hundestaffel oder sowas werde ich mir vielleicht auch zulegen.
Ja, das siehst du die ganzen Dinger dann auf der Karte. Diese ganzen, wenn du die ganzen Nebenmissionen von bestimmten Kartenteilen. Jetzt sind schon wieder Gegner. Gemacht hast, dann. Oh, das kann ich denn. Der geht auch noch hin. Klar. Nehmen wir alles mit, ja. Die umfallen hier, wie die fliegen. Aha. Also langsam sollten die Angst haben vor uns. Aber nur langsam. Aber Stufe 3 bis 5 leicht ist ja auch leicht dann. Ah, was war denn das? Achso, das war mein. Das war ein Geschütz. Das ist schon mein Geschütz erschrocken. Er schreckt sich vor sein. Oh, es wird wieder dunkel. Der Sturm kommt raus. Es ist schon die ganze Zeit dunkel, Junge. Ja, aber der Sturm fängt jetzt wieder wild an mit Nebel. Der fängt die ganze, und so. Ist die ganze Zeit bei mir schon. Echt? Bei mir war die ganze Zeit schöne Sicht. Jetzt sehe ich nichts mehr. So, jetzt sind wir um Sicherung. Ist nichts mehr. Mach die Augen auf. Alter, warte mal, wo geht's hier lang? Da rein, ins Hauptgebäude. Ja, ich sehe ja nichts. Jetzt sehe ich es wieder. So, rein mit uns. So. Ich bin reingerollt. Vorrede. Kann man es ausbauen? Sicherheitsflügel zum Ausbau bereit. Wir gucken mal, was wir so machen können. Ja. Und zwar können wir machen für 200 Beschaffungssystem, Lumpensammler. Ach, den habe ich noch gar nicht. Ich hätte gern Kaserne, 1000, liebe Freunde. Und Hundestaffel. Hundestaffel oder Beschaffungsteam? Ich habe Wachposten, Hundestaffel. Wachposten hast du, oder? Onkel? Beschaffungsteam, hab ich schon. Da kriegst du nur alle 12 Stunden irgendwelche Klamotten. Also. Also ja, dann ist wirklich ein Input-Entdeckung am besten. Ne? Jetzt, da dieses Zeug installiert ist, können wir müssen endlich eh alles ausbauen. Arbeiten. Gut gemacht. Das ist fantastisch. Ja, dann nehme ich nur den Schießstab. Weil den hat man ja drin. Kann ich mich schon wieder raus? Militärverstecke zu orten. Info. Ja, jetzt wird halt alles auf der Karte oben angezeigt, wie ihr seht. Das ganze Zeug kann man alles angucken. Viele Leute versuchen ihr Glück in der Dark Zone. Weniger kehren zurück. Ja, vielleicht sollten wir echt mal was. Pass auf, wir machen das mal so. Ich frage jetzt mal hier in die Runde, liebe Freunde. Wie schaut's denn aus? Habt ihr vielleicht auch mal Bock, mal einen Dark Zone-Part zu sehen, dass wir mal in die Dark Zone gehen? Schreibt einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr keine Kommentare drunter schreibt, dann geht's halt so weiter wie gewohnt. Aber nicht unter Level 15. Also, by the way. Warum? Ist so. Klappst du hier? Ach so. Level 15 brauchst du erst gar nicht in Dark Zone gehen. Da bist du aber jetzt, jetzt haben wir hier Hunde. Ach so. Na Pocky dann. Dogs, dann ja, ich meine die ja. Ich frage ja jetzt, die Leute, weil wenn ja, ich das frage, dann haben wir dann eine Session noch, die wir danach aufnehmen, logischerweise, weil das ja, ist ja jetzt hier. Ich habe das ja schon mitgerechnet. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Und dann weiß ich nicht, wie lange machen wir schon noch die ganze Sache. Dieser scheiß Schießstand jetzt schon wieder. Das unten. Ja, da wo ich letztes Mal auch war. Da wo du letztes Mal auch drin warst, ja toll. Das ist. Alter. Nein, ich hab den ja auch gesucht letztes Mal. So, können wir denn jetzt eigentlich hier bei der alten, wir haben eine Nebenmission gemacht, können wir da die abgeben? Ich hab gehört, die Cleaners. Ich glaub, das wird alles automatisch dann. Nein, die musst du abgeben. Nee, dann sind wir im falschen Bereich. Da müssen wir dann irgendwann nochmal in das Safe House zurück, da bekommst kannst du dann die Mission abgeben. Nee, das erscheint dann. Das ist. Nicht jede Mission musst du abgeben, das ist immer unterschiedlich. Okay, Blaupausen, doppelläufige Schrotflinte. Flinte. Ich brauch dringend Schmerzmittel. Na doch, hier haben wir zwei. Jetzt siehst du auch, oben in dem Safehouse sind zwei Dinger, die wir abgeben müssen. Oben links, Kerman Station. Zwei Stück. Also nicht schon oben geile links, Sachen sondern komplett Upgrade. Links. Also was ich jetzt auf jeden Fall mache, sind unten, weil die ganzen Teile, die du hier machst, tue ich alle als blaue Teile umwandeln. Weil von den hellen, von den grünen Waffen brauche ich sowieso nichts. Wie umwandeln, was meinst du jetzt? Ja, du kannst doch diese
Du kannst doch bei Fertigungsstationen unten die, auch blaue Teile. Da brauchst du zum Beispiel, um ein blaues Waffenteil zu bekommen, brauchst du 5 grüne Waffenteile. Und die werde ich mir jetzt alle auf blau machen, weil ich brauche keine grünen Sachen mehr. Machst du bei ja genau, hier bei dem Fertigungshändler. Deswegen werde ich mir die jetzt einfach alle umwandeln, weil wie gesagt, weil, um blaue Waffen zu kriegen, brauchst du auch blaue Teile. Von daher. Ja, blaue Waffen. Und die grünen Waffen sind sowieso immer schlechter. Bedeutet also, du bist bei Waffenteile blau spezialisiert. Ich gehe einfach und Elektronen und genau. Stoffteile, ne? Meinst du, oder? Genau, die fertige ich mir jetzt alle an und hau die grünen damit weg sozusagen und fertige dafür auch mal blaue an. Weil auf die grünen gucke ich gar nicht mehr, weil die anderen, die haben so geile Bonis und Attribute. Die grünen Figuren musst du dann Ecke. Immer wieder Kreis drücken und dann wieder drauf, ne? Naja, ist halt ein bisschen doof, aber. Aber High-End, das hört sich aber auch nicht schlecht an. Aber dafür musst du dann blaue aufnehmen. Ja, da musst du ja wieder blaue eben. Deswegen, wir steigern uns ja, wir wollen ja nicht immer auf derselben Stufe bleiben. Absolut. Ist halt auch ein bisschen doof, weil jetzt muss ich hier zum Beispiel 9-mal drücken. Aber es passt. Ist mir verdrückt. Ich verdrück mich hier auch irgendwie die ganze Zeit. Ich bin so ein Idiot. Aber wir machen jetzt Stoffanfertigungen. Ich mach 37 grüne. Mit mir stimmt aber gut, dass du das sagst. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Ach du Scheiße. Stoff habe ich 152. Ich brauche dafür immer 5. Naja, das kann ein Stück dauern jetzt. Liebe Freunde. Was macht der Kräse gerade? Das müsstest du mal mit einmal herstellen können. Das ist doof gemacht, muss ich sagen. Das, ja, das kommt noch bestimmt im Update hinterher. Hier, sie schläft wieder. Jeder macht selber wie wir, hat er gerade gesagt. Er braucht einen Arzt, da, ja, glaube ich. Hä? Ah, hier, mein NPC, der quatscht da immer rein. Ja, liebe Freunde, so sieht es aus, wenn man hier mal, ne? Plus die gelben Teile, die traue ich mir mal, weil ich noch keine gelben Sachen habe. Noch keinen gelben Dings. Deswegen, wozu brauche ich die jetzt? Oh, ja, das nächste Mal, wenn wir das dann machen, da haben wir dann nicht so viele Teile. Weil jetzt haben wir ja ewig lang gesammelt, das Zeug. Schon geil. So. Einmal und dann haben wir's. Yeah. Die High End müsste mit 5 blauen, ich hab hier einen blauen Rucksack, ja, der ist schlechter wie meiner, den ich schon habe. Du hast aber Spezialattribute, die nicht mit einberechnet werden. Das sollten Sie sehen. Ja, die zeigt dir ja sowieso nicht. Sehen Sie sich die Ware an. Wenn ich den jetzt anfertige, dann ja, ne? Entweder habe ich Glück oder ich habe eben voll Pech. Aber ist schon krass. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir noch so alles machen können. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. 40%. Ist das jetzt echt also besser als meine Schrotflinte? 2242 Schaden. Muss ich mal meine Schrotflinte angucken. Ups, falsche Taste. Und meine Schrotflinte hat 2100. Ach, na endlich kriege ich die Schrotflinte los. Wie ein leichtes Maschinengewehr. Boah. Okay, liebe Freunde, dann habe ich jetzt endlich mal eine neue Waffe. Ach so, Special Attribute habe ich jetzt nicht berechnet. Büchsenmacher will ich unbedingt haben. Also wir haben jetzt hier wieder einen neuen. Nee, haben wir nicht. Ein Büchsenmacher will ich haben. Zwei Talente zur Verfügung. Was haben wir denn hier? Und zwar töten Sie einen Gegner mit Ihrer Handfeuerwaffe um 30 Patronen für Ihre Primärwaffe zu erhalten. Ein Kopfschuss auf einen Gegner bietet eine Chance von 50%, die Kugel nicht zu verbrauchen. Wow, das ist mega. Also, das brauche ich. Dann Schwachsinn. Hau rein. Schieße ich mit 50 Kugeln den Kopf oder schießt den Gegner an mit 50 Kugeln, die 51 erwischt und die habe ich dann halt nicht verschossen. Wow, das ist ja, natürlich epic. Deswegen, das habe ich ja auch gesehen, dachte ich so, wow, eine ganze Kugel. Onkel. Ja, bitte? Wenn wir bei den Flügen der Medizin Gefahrengutlager ausbauen, kriegen wir noch eine Filterstufe höher.
Dann wären wir schon Filterstufe 3. Warte mal, muss mal ganz kurz gucken. Kostet 400. Ach, die ich hab jetzt ein neues Sniper. Das ist schön. Hab ich mir jetzt gebaut. Sniper, Wiper. Scheiße, die M9 kann ich aber noch gar nicht benutzen. Oh, jetzt hab ich gedacht, ich krieg die Schrotflinte los. Die ist erst ab Level 11. Dann musst du warten, mein Lieber. Oh, hier, ein leichter Holz dort, den werde ich mir kaufen. Der ist besser. Magazin. Ach ja, drück immer die falsche Taste, Onkelchen. So, krass, Outfit, krasse Sache. Outfit. Wie weit seid ihr, Jungs? Wie weit seid ihr? Ich hab, was Sie brauchen. Wir sind am Arsch. Weil der Part nämlich auch fertig wäre, dann könnte der Onkel beenden. Ja, nee, eigentlich muss Crazy beenden. Hey, ja, Crazy meine ich gut an. Mündungsbremse. Ich finde das auf. Ach, ich wollte mir die Hundestaffel noch mal angucken. Ich gehe mal ganz kurz raus und guck mir die an, wie die aussieht, liebe Freunde. Ja, da läuft nur vereinzelt mal so ein Hund rum, aber. Also. Ich hab eine riesen Aussicht. Meistens nur einer. Also. Okay, ich brauch mal eine neue Pistole. Das geht mir auf die Nerven. Eines Tages revanchiere ich. Oh, ich krieg andauernd irgendwelche Pistolen. So, ich habe ja neue Fertigkeiten. Ja, aber ich brauche eine neue Pistole, die auch was bringt. Das meine ich. Hab ich. Oh, ich habe jetzt zwei Talente. Habe ich nicht nur eins, habe ich zwei. Da hab seht ihr die Hundestaffel jetzt. Cool, voll aufgeräumt. Und ein Hund. Ein Hund, ne? Ja. Und zwei Typen mit einer Hundeleine, die sich gegenseitig anfassen. Naja, nett. Oh, das würde ich nehmen. Ein Gegner unter Sperrfeuer zu nehmen. Steigert den Kopfschussschaden 10 Sekunden um 25%. Du musst aber auch auf den Kopf schießen. Und treffen. Ich hab hier einen Teil, das nach Ihnen ruft. Ja. Ja, also, ja. Nimm was anderes. Okay, du was anderes. Ja, sagt er. Ja, so. Ja. Kopfschuss. Also, ich bin so ready. Kopfschuss? Kopfschuss ist da, wo der über dem Hals das Ding, das musst du anschießen und dann hast du einen Kopfschuss. Ich meine nur bei Talente, da ist so viel mit Kopfschuss. Bevor das ihn jetzt. So. Kopfschuss. Töten Sie einen Gegner mit Ihrer Handfeuerwaffe? Würde Sie diese selten? Jemand mit dem Ghetto töten? Oh, ich habe Stoff bekommen. Ihr könnt wieder bei der Apotheke Stoff plündern. Hab ich schon lange geholt. Hatte ich schon, ne? Hallo, okay, ich habe den zweiten Platz. Hey, du dafür gelogen. Du darfst den Part beenden, Crazy. Du dieser Westentaschendiktator ist tot, hab ich gehört. Wie? Wollen wir nicht rausgehen? Ja, ja doch, stimmt. Du... So, ja, können wir machen. Das ist ja beschissen. Da stand eben, ich habe einen zweiten Slot entsperrt, ja? Geh drauf, guckst du. Erst ab Level 15 gibt's. Was? Willst du mich verarschen oder was? Erst hinschreiben und dann doch nicht. Hallo Kratzi. Ach, warte, also ich bitte dich. Ich hab jetzt nicht gelesen. Ich dachte, der braucht ja mal länger, hast ja recht. Auch genauso lang wie die anderen auch beim Rausgehen brauchen. Der war gut. Aber hey, ihr habt aber nicht so einen geilen Schalter einfach wie ich. Dein Mini-Gewehr müsste eigentlich noch spazieren gehen. Wie die rumzuppelt, die Waffe, wenn du schießt. Hä? Wie die rumzuppelt, wenn du schießt. Schieß mal. Ja, ich mach ja blind. Hier rückt. Da überhaupt irgendwas triffst. Ich find das cool, dass die Kugeln bei dir voll abprallen. Meine Waffe ist aber auch nicht schlecht. Das ist ein bisschen einfach. Boah, ich hab hier den halben Blumenkasten, ist das Loch weg. Ja, die Ecke weggeplatzt. Ach, warte mal, ich hab keinen Schalter, ich hab doch einen Bumm. Einen Bumm hast du. Ich hab doch einen Schalter da drauf. Nee, hab ich nicht. So. Voll die Autos zermatschen. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt Feierabend, ihr ballert mal schön rum und ich sag Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Schmorchen.